Hallo, ich möchte heute über einen Artikel sprechen, den ich gefunden habe. Das ist ein kleines Presseblatt. Ich weiß nicht, ob das da auch noch mehr vermehrt in anderen Pressestellen genannt wurde. Das soll mir auch recht sein. Mir geht es darum, ich zitiere das nur, falls jetzt wieder YouTube kommt und sagt, ich gebe irgendwelche medizinischen Ratschläge, dem ist nicht so. Ja? Ich zitiere nur und kommentiere nur, was dort steht. Es geht um Infizierte in Bayern, die nach der zweiten Impfung, weit nach der zweiten Impfung jetzt wieder Corona haben. Diese Meldung geht um, besonders in Franken sind es 300 Fälle, ein bisschen über 300 Fälle. Aber schaut mal selbst, ich blende euch das jetzt ein und kommentiere dann auch ein bisschen was dazu. Krank trotz Corona-Impfung. So viele Impfdurchbrecher, so bezeichnet man die scheinbar, gibt es in Franken. Obwohl sie vollständig gegen Corona geimpft sind, können Menschen immer noch an Covid-19 erkranken. In Franken gibt es mehr als 300 sogenannte Impfdurchbrecher. Grund zur Panik besteht aber nicht. Das weiß ich jetzt aus einem Krankenhaus. Die haben festgestellt, dass diese Infizierten die Infektion auch weitergeben können. Aber mal weiter im Text. Corona-Infizierte, trotz Impfung, 308 Fälle von Impfdurchbrechern in Franken. Und ja klar, es sind noch ganz wenige, aber es steht erst am Anfang, sage ich mal. Entscheidend hier ist, 20 der 308 Impfdurchbrecher in Franken sind dem LGL zufolge verstorben. Okay, nach dem Ganzen, was wir jetzt gehört haben, was ist da mein Resümee? Ein Resümee ist, die Schutzimpfung schützt nicht vor einer Reinfektion und sie schützt auch nicht vor einem tödlichen Verlauf. Klar, man kann auch tödlich verlaufen, wenn man keine Impfung hat. Vielleicht auch erhöht das Risiko. Kann ich nicht beurteilen, ich bin kein Mediziner. Aber was mir auffällt, ist halt, dass das Versprechen eines milderen Verlaufs, das man gegeben hat, wenn man sich impfen lässt, halt irgendwie nicht eingetroffen ist. Irgendwie stimmt das nicht. Auch wenn es 0,02% sind im Moment. Aber das muss jeder selber wissen, ob er sich impfen lässt oder nicht. Nur, was wir schon lange gesagt und gesehen haben, und mit mir war eigentlich eine kleinere Gruppe um mich herum, eine Krisengruppe, ist, dass genau sowas erwartet wurde schon Mitte 2020, dass Geimpfte zu Superspreadern werden. Warum? Will ich euch begründen. Die Geimpften, die jetzt erkrankt sind, also die zumindest es gemerkt haben, dass sie sich infiziert haben, es gibt ja vielleicht auch eine hohe Dunkelziffer von Geimpften, die sich infiziert haben, die Infektion weitergeben können, potenziell, vielleicht, weiß ich nicht genau. Die gehen weniger sorgsam mit den ganzen Sachen um. Die AHA-Regeln halten sie bestimmt nicht mehr so ein, sie sind ja schließlich geimpft. Ja? Auch die Regierung plant ja für Geimpfte weitestgehende Lockerungen im Gegensatz zu Ungeimpften. Die dürfen dann in Restaurants, in Theaters und, und. Aber sie verbreiten dort eventuell, wie man ja sieht, die Infektion auch unter Geimpften. Und diese können die Infektion natürlich auch zu Ungeimpften tragen. Was man davon halten sollte, das müsst ihr selbst entscheiden. Ich für meinen Teil, ja, wie soll ich sagen, habe mir meine Meinung gebildet. Und ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Natürlich ist jetzt die Delta-Variante dran schuld, weil 85% der Leute, die momentan infiziert sind, sind ja durch die Delta-Variante infiziert. Und vielleicht wirkt da auch diese Impfung nicht so. Da muss man dann natürlich nachimpfen, ein drittes, ein viertes, ein fünftes, ein sechstes Mal. Jedes Jahr zwei, dreimal, keine Ahnung, wie oft. Das steht ja noch in den Sternen, aber diskutiert wird es zumindest bei den volontären Gruppen, eine dritte Impfung zu machen. Das wird dann sicherlich auch ausgedehnt werden auf andere, nachdem jetzt ja rausgekommen ist, dass der Impfschutz dann doch nicht so ausgereicht hat. Ja, relativ kurzes Video. Bis bald.